Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit der Arminia aus Bielefeld. Wir spielen heute im Vorbereitungsturnier und zwar zunächst einmal gegen einen spanischen Zweitligisten und zwar Lugo, glaube ich. Ich vergesse den Namen immer wieder, aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn es ist ja nur unser Gegner und wir wollen auf uns gucken, wollen natürlich ausprobieren in der heutigen Episode, denn die Vorbereitungsturniere sind genau dafür da, dass wir verschiedene Formationen einfach mal testen und mal schauen, welche der Spieler sich richtig gut präsentieren, auch wenn sie eventuell vom Rating her nicht so krass sind. Das ist also unsere Aufgabe, die wir erfüllen wollen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr eventuell für Transfers vorschlagen wolltet, beziehungsweise würdet. Das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Die nächste Episode, weiß ich noch nicht, wann die kommt. Zunächst mal kommt jetzt die nächste Episode von Newcastle. Dann kommt die nächste Episode von Bielefeld. Also könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, dass es diese Woche auf jeden Fall noch weitergehen würde. Ich bin wirklich auf Vorschläge gespannt. Allgemein solche Transfers wie beispielsweise Leroy Sané würde ich nicht bevorzugen, weil die erstens unrealistisch sind und auch zweitens selbst im Karrieremodus nicht so ganz umsetzbar. Von daher, guckt auf jeden Fall mal nach irgendwelchen theoretischen Zweitligaspielern zum Beispiel, die richtig gut sind, auch in der englischen zweiten Liga oder sowas. Und wenn ihr da jemanden kennt, beziehungsweise jemanden habt, den ihr gerne sehen würdet, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Weitere Unterstützung ist in der Videobeschreibung möglich. Wisst ihr Bescheid, das erwähne ich jetzt auch mal ausnahmsweise im Karrieremodus. Twitter auf jeden Fall vorbeischauen, da bin ich momentan sehr aktiv, genauso wie bei Instagram. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir spielen heute in der Standardformation von Arminia Bielefeld, das heißt im 4-2-3-1 modifiziert. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. CD Lugo gegen Arminia Bielefeld, European International Cup im Santiago Bernabeu, dem Wohnzimmer von Real Madrid. Der deutsche Vertreter gegen den spanischen CD Lugo wollte gegen Arminia Bielefeld im Idealfall direkt mal 3 Punkte holen und sich somit in eine gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf bringen. Und das gelang ihnen auch relativ gut. Zumindest in der Anfangsphase war Lugo das deutlich bessere Team hier im spanischen Hauptstadtstadion. Die erste Chance auf der Seite der Spanier bereits nach 12 Minuten. Hier die Flanke in die Mitte, der Kopfball aus der Distanz und da kommt der Ball nochmal in die Mitte und Versuch in Rücklage, aber übers Tor geschossen vom spanischen Offensivspieler. Auf anderen Seite kam Arminia dann nach knapp 20 Minuten zur ersten Chance. Das ist Nöte, der setzt sich da wunderbar durch. Im 16 aber gegen 3, beziehungsweise verfolgt von 3, schafft das nicht mal den Abschluss aufs Tor zu bringen. Dementsprechend bleibt es weiterhin beim 0-0. Gute Klärungsaktion des Verteidigers mit der Nummer 4. Die Ecke anschließend reingebracht von Florian Dick, Standardspezialist. Die kommt auch richtig gut und da ist Behrendt mit dem Kopfball und auf der Linie geklärt von Torwart und Verteidiger. Sehr, sehr gut gemacht. Dicke Chance für Arminia. Ja, Bielefeld. Auf der anderen Seite macht Lugo dann weiter. Die spielen richtig gut in der Offensive. Hier wird ja keiner so wirklich mal nur angreifen und der schießt dann einfach mal, trifft Torwart und Pfosten. Dementsprechend gibt es da den Eckball, aber weiterhin 0-0. Dann schwamm Bielefeld es hinten so ein bisschen und das machte sich bemerkbar. 42. Minute, die Flanke, Davari verschätzt sich und im Endeffekt ist es das 1-0. Wunderbarer Volley vom spanischen Offensivspieler. Davari sieht da ganz, ganz schlecht aus. Der ehemalige Braunschweiger nach der Flanke, geht da einfach nicht richtig hin. Der Verteidiger ist auch nicht richtig da und dementsprechend steht es 1-0. Andere Seite ging es weiter mit Dennis Mast und Görlitz in der Offensive. Der Versuch allerdings am Tor vorbei. Sie versuchten direkt zurückzukommen, aber sie scheiterten abermals an der Defensive von Lugo beziehungsweise im Endeffekt an sich selber. Kurz nach der Halbzeit ein Freistoß von Schuppan und der wird richtig gefährlich, denn die Kopfballabnahme geht knapp nur übers Tor und zwar geleitet vom Keeper. Wieder eine Ecke. Florian Dick bringt die in die Mitte und da steht Horn nicht. Da kommt nicht ran. Da ist Görlitz nochmal, aber kein Problem so wirklich für den spanischen Keeper. Dann gehen wir in die 77. Minute. Da gibt es einen Eckball für Lugo, die jetzt sich mittlerweile ein bisschen mehr entlasten konnten. Davari sieht wieder nicht allzu gut aus. Der Ball kommt nochmal gefährlich aufs Tor und das war ja das letzte Mal nochmal ganz gefährlich. Diesmal sieht Davari gut aus und wehrt diesen sehr gut geschossenen Ball zur Ecke ab. Das wäre hier von Riome eventuell das 2-0 damit die Entscheidung gewesen. Trotzdem spielte quasi nur Lugo nach vorne, nochmal eine Freischuss, Flanke und wieder ist Davari klasse mit einem Reflex da. Haut den Ball mit der rechten Flanke, beziehungsweise mit der rechten Pranke aus der rechten unteren Torecke raus. 90. Minute nochmal Konterchance für Arminia Bielefeld, die letzte Aktion der Partie. Ein schöner Pass in die Spitze, aber nö, Nöte ist nicht mehr spritzig genug, kommt dementsprechend nicht mehr ran und das war die letzte Aktion der Partie oder auch nicht Nöte nochmal mit der Chance nach dem Torwartfehler, aber das war wirklich dann die letzte Gelegenheit für Arminia Bielefeld. Es blieb beim 1-0 für den spanischen Vertreter CD Lugo, dementsprechend die erste Niederlage im ersten Spiel des Turniers für die Arminia, die in der Offensive ein bisschen Pech hatte mit 2 relativ guten Chancen und einem Aluminiumtreffer, auf der anderen Seite aber defensiv absolut besser stehen muss, denn das war noch ein bisschen zu naiv. In der nächsten Partie muss vieles besser werden, aber sie haben ja noch Zeit. Es ist ja nur ein Vorbereitungsturnier. CD Lugo auf jeden Fall sammelt, wie vorgenommen, die ersten 3 Punkte in diesem European International Cup aufgrund des Tores von Carlos Pita aus der ersten Halbzeit.
So, das war nicht sonderlich erfolgreich. Wir bleiben dementsprechend punktlos im ersten Turnierspiel. Teneriffa, ein weiterer spanischer Vertreter, unser nächster Gegner, hat währenddessen gegen Shrewsbury gewonnen. Das wird unser dritter Gegner werden. Das heißt, die sind auf jeden Fall schon mal mit 3 Punkten vorne und wir haben keinen und stehen zusammen mit Shrewsbury am Ende der Tabelle, beziehungsweise sind sogar letzter, weil wir kein Tor geschossen haben. Da muss also ein bisschen was gehen. Wir beobachten mal diesen Kollegen, den wollen wir gar nicht erst haben. Sundberg beobachten wir, glaube ich, auch genau. Und den nächsten Verteidiger, Emil Bergström, auch noch. Und auch Rauschenberg. Nee, Rauschenberg eher nicht. Okay, alles klar. Den Rest vom Scout-Bericht, den löschen wir einfach mal und gehen dann 2 Tage weiter zum nächsten Spiel. Es könnte natürlich sehr interessant werden. Teneriffa ist nicht nur eine schöne Insel, sondern an sich wieder ein spanischer Vertreter. Mit denen haben wir gerade schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, da muss ein bisschen was passieren. Und natürlich wollen wir wieder rotieren, beziehungsweise wieder ein bisschen anders auftreten als jetzt gerade im ersten Spiel. Das heißt, die Aufstellung wird verändert. Das Training kann ich jetzt nicht machen, denn es ist am Spieltag nicht möglich. In Zukunft werde ich das Training übrigens sowohl im Karrieremodus von Newcastle, wo ich es in der nächsten Episode euch zeigen werde, als auch im Karrieremodus mit Arminia Bielefeld offscreen machen. Das heißt, ich werde trainieren. Eigentlich werdet ihr das nicht sehen, weil das auf Dauer, denke ich mal, relativ langweilig ist. Aber trotzdem auf jeden Fall eine wichtige Methode, um seine Spieler nach vorne zu pushen. Das bringt nämlich richtig, richtig viel. Und von daher denke ich mal, dass es okay ist, wenn ich das nicht unbedingt immer zeige, sondern vielleicht nur mal ab und zu, wenn es wirklich wichtig ist und ein Rating sich verändert oder so, beziehungsweise eine neue Übung irgendwie da ist. Aber ansonsten lasse ich das einfach so nebenbei herlaufen. Ich denke mal, ihr könnt selber sehen, bei euch, wenn ihr selber spielt, wie das Training so aussieht. So, wir spielen des Weiteren, glaube ich, wieder in der 4-2-3-1-Formation. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, dass wir sie geändert hätten. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Wir bringen einige Ersatzspieler rein, unter anderem Lang. Ich kann das alles hier gerade nicht so gut sehen. Das wird sich zum Beginn der richtigen Saison dann ändern. Dann werde ich auch mit den Spielernamen besser klarkommen. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig auf dem kleinen Bildschirm. Ist, denke ich mal, aber auch gar nicht so wichtig, denn wir gehen jetzt rein in die zweite Partie. Und zwar wirklich in der 4-2-3-1 modifizierten Formation von Arminia Bielefeld gegen CD Teneriffa. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Niederlage im ersten Spiel gegen CD Lugo vom neuen Team von Trainer MGT Arminia Bielefeld. Der deutsche Vertreter wieder einmal im spanischen Topstadion im Camp Nou gegen einen spanischen Vertreter und zwar diesmal gegen CD Teneriffa. Die Männer von der wunderbaren Kanarischen Insel wollten natürlich genauso wie der andere spanische Vertreter hier Punkte holen. Das Ganze sollte sich aber nicht als einfach herausstellen, denn Arminia Bielefeld hatte rotiert und gerade in der Defensive an Stabilität dazu gewonnen. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und es dauerte gar nicht so lange, bis Arminia wirklich mal nach vorne kam, allerdings zunächst einmal Teneriffa auf dem Vormarsch nach vorne und das sah gar nicht so schlecht aus. Wir sehen hier allerdings schon, dass Arminia wirklich gut hinten drin stand und das sehr, sehr gut verteidigte. Wir lassen einfach mal die ersten paar Szenen bzw. Minuten dieser Partie laufen. Einwurf von Teneriffa. Gegen Lugo hatte das noch ganz anders ausgesehen, denn gegen Lugo hatte ja Arminia sehr, sehr viele Lücken gelassen. Hier gab es fast keine Lücken. Teneriffa musste hinten rumspielen und das zeigte schon, dass die Trainingswoche Nummer 2 mit MGT auf jeden Fall deutlich erfolgreicher war als die erste. Allerdings setzt sich hier Teneriffa trotzdem irgendwie durch. Der Ball kommt dann in die Mitte geschlagen und es gibt den Kopfballversuch, aber das Ganze abgewehrt. Und Davari, heute nicht im Kasten, sondern Hesel, kann den Ball nach vorne bringen auf Van der Biesen. Allerdings der mit dem Fehler und Ulm kommt dann nicht mehr hinterher. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen was weiteres an, denn das Spiel in den Anfangsminuten wirklich bestimmt von Teneriffa, die allerdings kein wirkliches Mittel fanden gegen die Defensive hier. Frühes Pressing der Arminia und dann kommt der Seitenwechsel und es passiert nicht wirklich was, außer der Ballverlust im Endeffekt in der gegnerischen Hälfte beziehungsweise kurz vor dem gegnerischen 16er, den wir hier sehen. Wir springen in die nächste Szene und die ist nach knapp 25 Minuten. Es passierte nicht viel und dann dieser lange Ball auf Kuhn van der Biesen und der kommt da an den Ball dank des Verteidigers beziehungsweise dank des Fehlers des Verteidigers. Der Abschluss ist gut und es steht 1-0 für Arminia Bielefeld. 26. Spielminute. Die Führung für die Arminia mit der ersten Torchance der Partie machen sie direkt die Führung. Van der Biesen macht das da super, spekuliert darauf, dass der Verteidiger den Fehler macht, schnappt sich dann den Ball und bleibt eisekalt aus knapp 16 Metern, haut dann den Ball ins Tor. Keine Abwehrchance für den Keeper. 1-0 für Arminia Bielefeld. Danach gab es einen Freistoß nach knapp 44 Minuten und zwar wieder für die Arminia Teneriffa. Wir sehen hier gerade mit dem Freistoßspray bedacht, damit sie sich auch ja nicht weiter nach vorne bewegen. Allerdings war die Position ja doch schon relativ weit vom Tor entfernt, wie wir hier sehen können. Knapp 35 Meter Entfernung für Afana an sich. Kein großes Problem, er versucht es auch. Allerdings muss er erst noch ein bisschen ausrichten, wartet ein bisschen ab und entschließt sich dann das Ganze mit ganz viel Kraft zu machen. Und zwar richtig gut, aber im Endeffekt gehalten und zur Ecke abgewehrt. Dementsprechend nicht das 2-0 nach knapp 45 Minuten aufgrund der guten Parade vom Keeper von Teneriffa. Die anschließende Ecke ebenfalls reingebracht von Afane und da kommt der Kopfball an den Pfosten. Es blieb also wirklich sehr, sehr eng in der Defensive bei Teneriffa. Die schwammen jetzt ein bisschen hinten drin und Arminia machte das deutlich besser als im ersten Spiel. Es ging genauso weiter in der zweiten Halbzeit. Wunderbares Tackling von Ulm. Der Ball kommt zu Afane. Der liegt nochmal auf Junglas und wieder der Keeper am Ball. Wunderbare Parade von Galvan. Den musst du erstmal so aus der Ecke rauskratzen. Genauso schon wie den Freistoß.
Freistoß von der Fahne hält er hier seine Mannschaft im Spiel. Teneriffa versuchte nochmal nach vorne zu kommen. 55. Minute, das war das Gefährlichste bis zu diesem Zeitpunkt, aber sie versuchten langsam etwas mehr und kamen auch immer gefährlicher nach vorne. Hatten aber natürlich auch so ein bisschen Platz für Konter gelassen. Der Ball hier wieder mal auf Van der Biesen. Der legt nochmal ab auf David Ulm. Dennis Ulm, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Auf jeden Fall Ulm. Allerdings scheitert der wieder mal am starken Keeper. Galvan auf Seiten von Teneriffa. Das Ganze nach 75 Minuten. Dann der Fehler im Aufbauspiel von Arminia Bielefeld. Und der Ball wird nochmal richtig gefährlich, denn da kommt Gonzales mit der Flanke in die Mitte. Fallrückzieher aus knapp 16 Metern. Allerdings ist Hesel da und kann diesen Ball locker aufnehmen. Es war allerdings die letzte Chance, denn Teneriffa hatte Blut geleckt, hatte gesehen, okay, wir können nochmal nach vorne kommen. Wieder ein bisschen Missverständnis in der Verteidigung und wunderbare Parade von Hesel. In der 90. wehrt er hier diesen Ball zur Ecke ab. Trotzdem war das immer noch nicht die letzte Szene, denn dieser Eckball könnte ja gefährlich werden. Wird auch in die Mitte gebracht. Torwart mit vorne, kommt da nicht an den Ball. Hesel faustet den erstmal raus und es ist die Konterchance und das Tor ist leer. Kuhn van der Biesen auf dem Weg nach vorne und er wird umgesetzt und zwar ja ziemlich erbarmungslos. Allerdings pfeift der Schiedsrichter auch erbarmungslos diese Partie ab, ohne eine weitere Karte zu zeigen. Es war eigentlich die Verhinderung einer klaren Torchance und ein taktisches Foul, mindestens gelb, aber das war vollkommen egal, denn das Spiel endete ja zu diesem Zeitpunkt 1:0 Sieg. Also für Arminia Bielefeld, Teneriffa konnte seine Leistung nicht bestätigen. Nach dem Sieg gegen Shrewsbury im ersten Spiel verlieren sie hier gegen den deutschen Vertreter und Arminia wahrt seine Chancen in die nächste Runde einzuspielen. Das Ganze müssen sie jetzt nur noch bestätigen. Und zwar in der nächsten Partie gegen Shrewsbury. Da sollen wieder 3 Punkte her. Eventuell mit ein bisschen mehr Rotation. Eventuell mit einer anderen Formation. Wir werden sehen, was MGT so im Petto hat. Im Endeffekt reichte heute der Treffer von Kuhn van der Biesen zum Sieg gegen CD Teneriffa. Im Camp Nou Bielefeld gewinnt gegen den spanischen Vertreter. So, Freunde, das hat jetzt ein bisschen lang gedauert am Ende, aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. Wir gewinnen tatsächlich, das ist ja unfassbar, gegen CD Teneriffa. Ich hätte es ehrlich gesagt am Ende nicht mehr gedacht, denn die haben wirklich sehr, sehr großen Druck aufgebaut. Allerdings haben wir da ganz gut gegengehalten und von daher bin ich doch mit unserer Leistung schon relativ zufrieden. Es kann auch ein bisschen besser werden in der Offensive mit der Chancenverwertung, aber wir haben ja noch Zeit, wir stehen ja jetzt am Anfang der Vorbereitung und dementsprechend können wir da eventuell noch nachlegen mit einigen Spielern, die wir verpflichten können, beziehungsweise auch ausleihen können, was ja im Endeffekt auch irgendeine Art von Verpflichtung ist. Aber wir werden einfach mal schauen, wie das Ganze so laufen wird. Yusuf Paulsen an sich natürlich auch ein wunderbar interessanter Spieler, allerdings wahrscheinlich alles nicht so wirklich affordable. Das heißt, wir können uns solche Spieler einfach ja, in 90% der Fälle nicht leisten, weil wir nicht das nötige Kleingeld dafür haben. Aber das ist ja ein altbekanntes Problem bei Zweitligisten, gerade wenn man sich mit denen hochspielen will, dauert das eventuell ein bisschen. Und wir trainieren heute mal ein bisschen, das allerdings ja nur simuliert bei Newcastle im Karrieremodus. Da mache ich das Ganze in der nächsten Episode, wie gerade bereits angesprochen, live, beziehungsweise ihr werdet sehen, wie ich trainiere. Hier simuliere ich das Ganze und in Zukunft werde ich es nicht simulieren, denn ich habe festgestellt, es ist irgendwie total schwachsinnig, das zu simulieren, denn dann sind die Ergebnisse deutlich schlechter, als wenn man es selber macht. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viele vielversprechende Spieler, aber das wird sicherlich noch in den nächsten Monaten werden, denn an sich beispielsweise dieser Afane hier, ich glaube, der ist 22 oder so, also noch relativ jung, 65er Rating, da geht auf jeden Fall noch irgendwas nach oben. Für Bielefeld ist es ja fast schon ein Superstar, denn 65er Rating in der zweiten Liga ist immer schon ganz nice. Wir werden bei ihm den Abschluss trainieren und allgemein kann das Rating übrigens, auch wenn es so nah hier, ihr seht da dieser blaue Balken, auch wenn der ganz nah dran ist, er kann sich nicht quasi auf ein weiteres Rating erheben, wenn nicht irgendein Stat ja quasi erweitert wird, also beispielsweise Ausdauer oder hier Ballkontrolle, geht das von 64 auf 65, dann könnte auch das Rating steigen, aber ohne das geht es nicht. Dementsprechend bringt dieses Training hier so gesehen uns nur dem nächsten Rating noch näher, als wir sowieso schon dran sind, aber es bringt nicht wirklich direkt den gewünschten Erfolg. Das habe ich allerdings auch relativ spät erst festgestellt, von daher müssen wir mal schauen, wie das sich bei Arminia Bielefeld entwickeln wird. Auch Felix Burmeister soll im Idealfall trainieren, ist 25 Jahre alt, nicht mehr vielversprechend, aber 66er Rating und dementsprechend kann der bestimmt irgendwie nochmal was machen. Ich mache allgemein die ganzen Trainingseinheiten hier auf dem Bronze-Level, was ganz einfach daran liegt, dass, wie soll ich das erklären, die Spieler schlecht sind. Und ich denke mal, das Bronze-Level ist für den Anfang ganz gut. Wenn ich selber spiele, ist das was anderes, weil dann kann das das Rating auch ein bisschen höher sein, weil ich ja quasi selbst die Kontrolle darüber habe. Aber so haben wir selbst hier schon teilweise Probleme. D und D für Afane und ich glaube für Junglas ist das. Immerhin die anderen drei mit B-Noten. Also es geht auf jeden Fall noch besser, aber ja, ein bisschen Stat Improvement haben wir zumindest schon mal zu verzeichnen, also gar nicht mal so schlimm. Es geht weiter und zwar ja zur nächsten Partie und die ist, wie bereits angesprochen, gegen Shrewsbury. Das heißt, den einzigen englischen Vertreter in unserer Gruppe, wir haben 2 spanische, was ein bisschen komisch ist, und einen englischen, und Shrewsbury ist bisher, ja genau, letzter, haben nämlich noch kein einziges Spiel erfolgreich bestreiten können und dementsprechend müssen wir jetzt im Idealfall alles geben, um irgendwie weiterzukommen und das sollte ja gegen einen Verein, der bisher 2 Spiele verloren hat, gar nicht mal so schwierig
schwierig werden. Allerdings werden wir sehen, wie das Ganze laufen wird. Wir haben erstmal noch ein paar Scout-Abschlussberichte zu einigen interessanten Spielern. Allerdings ist da auch wieder die Sache, wie ich bereits angesprochen habe. Es ist nicht immer ganz so einfach. Man weiß nie so wirklich, kann ich mir den Spieler wirklich leisten oder ist das eventuell nur Geträume und so weiter und so fort. Ich bin wirklich gespannt, ob wir einen Kennedy beispielsweise jemals verpflichten werden. Ich glaube allerdings eher gesagt nicht dran. Wen wir verleihen können, ist Benamar oder irgendwie sowas. 57er Rating, 22. Vielleicht steigt er irgendwann noch auf 60. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es wahrscheinlicher, dass er es nicht tut. Allerdings ist es dem Versuch, denke ich mal, auf jeden Fall wert. Ich gucke allgemein in dieser Episode noch ein bisschen zu viel auf die Ingame-Ratings. Die sollten eventuell nicht ganz so, wichtig sein, denn wir können uns nicht so wirklich die Spieler mit Top-Werten leisten. Wer natürlich wunderbar wäre, wären Marc Stendera oder ein Bart Finne oder ein Niklas Bendtner. Aber das ist halt leider Gottes sehr unwahrscheinlich. Vielleicht ist Bart Finne gar nicht so unwahrscheinlich, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir so einen Spieler an Land ziehen können. Gerade in der Offensive haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Wie gesagt, die Chancenverwertung ist nicht ganz so krass und mal sehen, was da noch so gehen würde. Ich merke gerade, ich hätte das alles auch rausschneiden können, aber so kann ich auch immerhin so ein bisschen meinen Gedankengang bei der ganzen Sache eventuell noch näher bringen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen schnellen Stürmer, denn mit Klos, Van der Biesen und Nöde haben wir da nicht so wirklich einen dabei und Finne wäre auf jeden Fall einer, der ein bisschen Tempo hat. Wir fragen offenbar auch an, ob wir ihn kaufen können, aber links haben wir nur 920.000 Transferbudget und das reicht einfach nicht, aber 2 Jahre eine Leihe, das würde tatsächlich sogar gehen. Habe ich das tatsächlich auch angefragt? Das ist ja begeisternd. Allerdings, ich glaube, haben wir das gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ist ja auch vollkommen egal, wir versuchen es einfach mal. Zumindest scheint es so, als ob wir es versucht hätten und gehen dann einfach weiter zum nächsten Spiel gegen Shrewsbury. Und das wird, wie gesagt, interessant, weil die ja noch nicht gewonnen haben und weil wir dementsprechend einfach auch, weil es unser eigener Anspruch ist, gewinnen müssen. Haben hier nochmal ein paar neue Spieler dazu bekommen, unter anderem diesen Iheanacho von Manchester City, der letztens das 1-0 in der 90. Minute geschossen hat oder das 2-1, ich bin mir gar nicht sicher. City ist ja momentan leider auf dem Absteigen und das haben jetzt 2 Spiele in Folge verloren, 4-1 gegen die Spurs. Das siehst du auch nicht allzu häufig bei den Citizens und gerade weil ich die ja sehr gerne mag, ist das nicht so schön für mich, aber auch damit muss man leben. Hannover ist ja momentan auch nicht so erfolgreich, Newcastle noch viel weniger und dementsprechend, obwohl sie haben unentschieden gegen Chelsea gespielt, muss auch erstmal schaffen, aber darum sollte es doch gar nicht gehen, denn wir gehen jetzt ins nächste Spiel mit Arminia Bielefeld und zwar gegen Shrewsbury, müssen die Aufstellung natürlich noch verändern und spielen, glaube ich, in den blauen Trikots, ich bin mir gar nicht sicher. Normalerweise, gerade weil wir zu Hause spielen, also zumindest theoretisch zu Hause spielen, müssten wir die blauen Trikots nehmen. Wir spielen übrigens wieder im Camp Nou. Ja, genau. Ach nee, genau. Blau-Gelb wollte ich eigentlich nicht gegen mich haben, weswegen ich mache tatsächlich Blau-Gelb gegen mich. Echt? Das ist, ja, okay. Das ist auch echt ein hässliches Wappen von der Farbwahl her, ne? Naja, was willst du tun? Gut, offenbar spielen wir wieder in der gleichen Formation, zumindest sieht es so aus. Nee, tun wir nicht, genau, ich wollte gerade sagen. Einmal habe ich das zumindest mit einer anderen Formation versucht, und zwar mit dem 4-2-2-2. Ja, nee, 4-4-2. Es ist so lange her, es war das 4-4-2 anscheinend, also Doppelspitze. Das heißt, wir spielen vorne mit Klos und Nöte. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, es ist echt schrecklich. Ich habe alles vergessen, was wir gemacht haben. Das wird in den nächsten Episoden hoffentlich nicht mehr sein. Dann werde ich auch das Ganze ein bisschen beschleunigen. Das heißt, ihr müsst nicht so lange quasi hier darauf warten, dass das nächste Spiel mal kommt. Jungglas ist an sich ein super Spieler, habe ich schon festgestellt, im Training ja auch. Der hat sich ja immer ein bisschen gut gemacht mit D. Aber trotzdem wird er heute spielen. Wir wollen allgemein natürlich auch ganz gerne den schlechteren Spielern Chancen geben, aber das Spiel ist halt auch relativ wichtig, denn wir müssen ja irgendwie weiterkommen und von daher können wir jetzt nicht so die allerschlechtesten Spieler mit reinnehmen, aber immerhin Afane und Mast, damit haben wir 2 Forster-Skill, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir gehen rein gegen Shrewsbury, viel Spaß und bis gleich. Die Arminia zum zweiten Mal zu Gast im Camp Nou und zwar gegen Shrewsbury. Das heißt England gegen Deutschland und das heißt Deutschland natürlich auch dieses Mal favorisiert. Nach dem Sieg gegen CD Teneriffa, nach der Niederlage gegen CD Lugo, sollte heute mal wieder ein Sieg bei rumspringen für die Arminia und sie wollten natürlich alles tun, damit sie dies in die Tat umsetzen konnten. Wir springen rein in die erste Szene der Partie an sich. Eine relativ highlight-arme Partie. Flanke hier von Florian Dick mit einem Freistoß abgewehrt zunächst einmal. Das war fast schon die größte Chance. Dieser Ball, der nur durch den Strafraum segelte. Behrendt versucht es dann nochmal mit der Ablage auf Mast und nochmal kommt der Ball zu Afane. Da ist Nöte. Nöte versucht es einfach mal und es wird die erste richtige Parade erzwungen vom Keeper von Shrewsbury. Allerdings nach 30 Minuten weiterhin 0-0. Kurz vor der Halbzeit nochmal Arminia Bielefeld auf der gegnerischen Seite. Afane heute auf rechts mit der Flanke, aber wieder kommt keiner so wirklich ran und der Nachkopfball dann nicht mehr gefährlich aufs Tor gebracht vom Arminia Angreifer. Zweite Halbzeit, wir springen rein. 60. Minute. Shrewsbury wagte sich mal nach vorne und zwar mit Lawrence. Der
Ball kommt nach außen, die Flanke auf den zweiten Pfosten und die Kopfballchance, allerdings kläglich vergeben, der Ball am Tor vorbei, Hesel wäre eventuell wohl auch da gewesen in dieser Situation. Es ging weiter, wir springen schon in die 85. Minute, die größte Chance der Partie, Barnett auf Sadler und das ist ein ganz schwacher Abschluss, Hesel ist da und wehrt diesen Ball ohne größere Probleme ab. Nochmal Shrewsbury, Ballverlust in der Offensive, Mast nochmal mit der Konterchance in der 90. Minute, macht das an sich gut, setzt sich durch, Ball kommt auf Nöte, der hat fast keine Energie mehr, spielt nochmal auf Mast, wunderbares Zusammenspiel dieser beiden, der Abschluss allerdings abgebaut von Dolson und das war wirklich die letzte Aktion der Partie. Dementsprechend ein 0:0 zwischen Shrewsbury und Arminia Bielefeld, ein Punkt für beide, der erste für den englischen Vertreter und der vierte für Arminia Bielefeld. Ob das Ganze gereicht hat, wir werden sehen. Hesel immerhin ohne Gegentor, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber es muss auf jeden Fall gerade in der Offensive noch ein bisschen was passieren bei Arminia Bielefeld, das war heute über weite Strecken einfach viel zu ungefährlich und Shrewsbury auf der anderen Seite muss gerade am Abschluss arbeiten, denn die hatten die beiden besten Chancen der Partie und konnten sie nicht für sich nutzen. 0:0 also zwischen dem englischen Vertreter und dem deutschen, zwischen Shrewsbury und Arminia Bielefeld. So, damit haben wir den European International Cup zumindest in der Gruppenphase abgeschlossen. DD Teneriffa gewinnt gegen Lugo und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob wir weiter sind oder nicht. Bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, wir sind im Halbfinale und zwar gegen Deportivo. Nicht La Coruña, aber irgendwas in der Größenordnung vielleicht auch nicht, wenn man bedenkt, dass La Coruña wirklich mal ein großer Verein war. Aber das wird schon werden. In der nächsten Episode geht's dementsprechend am 20. Juli weiter. Oder ist es der 15.? Es ist der 15. Juli. Weiter gegen diesen erneuten spanischen Vertreter. Das wird auf jeden Fall, würde ich sagen, interessant. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch auf die nächste Episode freut, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr euch auf den Newcastle-Karrieremodus, der nächstes Mal kommt, freut, dann lasst auch einfach dafür einen Daumen nach oben da. Wir haben noch 3 Nachrichten im Posteingang. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir die uns überhaupt heute noch angucken. Doch, tun wir tatsächlich. Und zwar ein Scout-Abschlussbericht. Und zwar sogar gleich 2 davon. Und Turnierpreisgeld, glaube ich. Abschlussberichte zu Harry Lennon, der nicht so stark aussieht. Und offenbar noch zu irgendeinem anderen Spieler, und zwar zu Golden, genau, von Brighton & Hove. Allerdings ist der, naja, okay, er ist ein bisschen interessant, aber nicht so krass. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.